Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Esser Drakensang. So, mir ist mal gerade aufgefallen, hier ist so ein Menschenauflauf hinterm Tempel. Hier hinter dem Perine-Tempel. Was geht denn da ab? Ach, eine Junge. Ich kann mir denken, was das wird. Hey, wir können nachher was noch lernen. Die Zeremonie darf nicht gestört werden. Ich hoffe, ihr habt gute Gründe. Was für eine Zeremonie, erklärt euch. Wir bringen dieser, der Bestie die unbefleckte Maid als Opfer. Das wird ihren Zorn von Talon abwenden. Das klappt doch nicht. Ihr seid mir aus dem rechten Holz. Der Oger und sein jämmerliches Goblin-Gezücht werden Talon nicht länger bedrohen. Wie kann ich euch helfen? Ja, wir lernen erstmal was. Dann kümmern wir uns um die, So, Schildkampf 3 können wir machen. Du hast auch ziemlich viel Steigerungspunkte. Cool. Dann machen wir das mal. Dafür reicht es jetzt nicht mehr. Bin ich? Dir fehlt Steigerung und offensiver Kampfstil 1, okay. Dann nehmen wir das nochmal gerade mit. Ja, bei dir ist halt die Frage... Wir lassen das mit dem Magier-Ding als Notfall. Bitte helft mir! Man will mich dem Ungetüm zum Fraß vorwerfen, obwohl ich nie etwas Unrechtes getan habe! Naja. Genau. Wie kann man euch nur dieser Bestie opfern? Ich werde diese Gräueltat auf keinen Fall zulassen. Das war die Idee des Bürgermeisters. Er hat Angst, dass die Bestie nach Talon, auch Talon angreift und verwüstet. Überzeugt ihn, dass ihr mit der Bestie allein fertig werden könnt und dann wird er mich bestimmt verschonen. Also gut, ich werde nur mit dem Bürgermeister sprechen. Die Zeremonie darf nicht gestört werden. Ich hoffe, ihr habt gute Gründe. Wegen dieses Jungfrauenopfers. Es wurde einmündig vom Rat beschlossen, die Bestie mit einem Jungfrauenopfer zu besänftigen. Nur dann wird sie Talon verschonen. Das könnt ihr doch nicht tun. Die Bestie wird sich doch niemals davon aufhalten lassen. Wenn diese Posse und lasst das arme Mädchen frei. Ich werde Talon von dieser Bedrohung befreien. Ihr? Wie wollt ihr denn alleine mit diesem Ungetüm fertig werden? Naja, ich habe den Oger zur Strecke gebracht. Sind das alle eure Heldentaten? Nö, ich habe auch noch den Tatzelwurm getötet. Ihr habt recht, ich vertraue euch. Nur, ihr habt schon viel erreicht. Hauptmann, lasst die Jungfrau gehen. Nun lasst das Schicksal Talons auf den Schultern. Auf euren Schultern, Hamanasia. Geht ihr unter, so geht auch Talon unter. Aren, eskortiert das Mädchen zurück in die Stadt und bezieht dann eure Verteidigungsposten. Und euch, Hamanasia, brauche ich den Sieg nicht zu wünschen. Ich bin sicher, ihr werdet Talon von diesem Ungeheuer befreien. Rondra mit euch. Wie viel Brandsalbe haben wir eigentlich? Das ist Heilsalbe, das ist Waffensalbe, wir haben glaube ich gar keine Brandsalbe, oder? Ich versuche mein Bestes. Nö. Ist vielleicht nämlich gar nicht so verkehrt. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich dir gekauft hatte an Fähigkeiten.
Schildkampf, glaube ich, oder? Kann das sein? Ja, wahrscheinlich. An den offensiven Kampfstil, genau. Das war's. So. Alles klar. Hauen noch ein paar Steigerungen raus. Sprich, Freund. Das könnte vielleicht auch noch ganz praktisch werden. Aufgepasst. Ja genau, die haben wir schon. 200, oh, das wird so, glaube ich, noch gehen. Hm. So, wie gesagt, Schilfkampf 3. Zwei Angriffe barrieren. Ich glaube, du bist jetzt hoffentlich ordentlich ein ordentlicher Fels da in der Brandung, ne? So, jetzt aber. Ich hoffe mal, der Weg stimmt, den ich jetzt auch gelesen hatte. Da müssen wir nochmal hinten runter in diese Nebelsuppe rein. Dadurch habe ich halt dann auch mitgekriegt, dass hier noch eine Quest auf uns wartet. Euch alle wieder verzogen. Ich glaube, die gehen einfach nur hier spazieren. Brandsalbe wollte ich noch kaufen. Nandus zum Grund. Hast du da was? Können Sie eigentlich noch ein paar Ringe holen, ne? Du hast einen Ring des Lebens. Nimm mal noch einen Ring der Astralspeicherung. Der bringt wahrscheinlich Mana, oder? Ja. Du hast einmal Ring des Fex. Der macht Fingerfertigkeit plus 1. Wir könnten noch mehr nehmen. Du kriegst Gewandtheit. Du hast, glaube ich, gar keine, oder? Alvis. Das war Gewandtheit und Fingerfertigkeit. Du kriegst noch einen Ausdauerring. So. Bereiten wir uns doch mal tatsächlich vor. Mein Atem geht ruhig. Na klar. So. Aus dort drin brauchst du keinen. Wahrscheinlich zumindest. Kräuterfrauen. Frische Kräuter, getrocknete Wurzeln, alles, was das Herz begehrt. Verkauft ihr auch Rauschkraut? Rezept. Ja. Kräuter, Kräuter, Kräuter. Du wirst wahrscheinlich kein Dings haben, ne? Hier gibt es die besten Waffen. Waffenbalsam. Du hast, glaube ich, den ganzen Schrott gekriegt von uns, ne?
Tretet nur näher. So, Handwerk. Start ein eventuell... Nö. Bei dir könnten wir mal gucken, aber ich glaube, wir hatten da ja schon mal geschaut, ne? Gut, dann bleiben da hinten noch irgendwie zwei Stände, wo wir vielleicht Glück haben könnten. Nochmals vielen Dank, dass ihr meine geliebte Tochter unbeschadet zurückgebracht habt. Dafür bekommt ihr ausnahmsweise einen Rabatt auf all meine Waren. Ich bin sicher, in diesem Fall hat der alte Eichrich mal nichts dagegen. Das sind auch deine Waren, das soll doch eigentlich kein Akt sein. Und Pulver war... nee. Was sagt man dazu? Es geschehen doch noch Zeichen und Wunder. Der Geweihte hat tatsächlich das Gift aus dem Brunnen gekriegt. Endlich wieder frisches Wasser. Ich glaube, da liegt Geld rum. Schon. Das Wasser mittelt bloß nur so komisch. Naja, wenn man nicht mehr krank davon wird. Trotzdem werde ich noch eine Weile beim Apfelwein bleiben. Sicher ist sicher. Würde ich auch so machen. Aber ich kann meinem Alten doch keine Suppe mit Müffelwasser kochen. All dieweil müffelt er ja selbst ein bisschen. Das stört sicher nicht, wenn seine Suppe auch etwas müffelt. Okay, also wir kriegen hier keine Brandsalbe, ja. Das ist nicht schön. Aber gut, dann müssen wir halt ohne. Können wir Brandsalbe herstellen? Wahrscheinlich nicht. Heilsalbe, Wundpulver, Waffenbalsam, wir haben alles mögliche, nur keine Brandsalbe, ne? Nee. Dann halt ohne. Vielleicht finden wir noch welche. Du hast eine Applevoy. Mit der anderen, also mit der Frau jetzt über irgendwelche Pferderezepte reden, will ich jetzt auch nicht. Gut, dann halt so. So, da hinten, kann man tatsächlich in den Nebel reinklicken und scheinbar geht es da dann irgendwo weiter. Habe ich dann jetzt mal rausgefunden. Ich hoffe, das stimmt. Ah, okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, wo ihr oder wie ihr da hinlauft. Unten geht's dann, ja. Das ist wirklich ziemlich gut versteckt. Kein Wunder, dass ich es nicht gefunden habe. Nun beweist mir deine Findigkeit. Hast du den Schlüssel zum Turm aufgespürt? Ja, hier ist er. Ein Groschhammer, das ist sie wirklich. Jetzt geht es dem verdammten Drachen an den Kragen. Manasia, du bist würdig, Seite an Seite mit uns Angroschim gegen den Purpurwurm zu kämpfen. Gotosha, Botosch.
Nimm die Steinscheibe und setz sie in die Pforte ein. Öffne sie damit. Dann lass uns den Turm betreten. Okay. Zwei. Da gibt es wahrscheinlich einige gestorben, aber hier glaube ich dann doch ein bisschen selbstsicher, oder? So, der Hort des Drachen. Da wären wir. Der Hort des Ungetüms ist jetzt nicht mehr weit. Lasst uns zusammen gegen die Bestie bestehen. Bevor wir uns der Bestie stellen, solltet ihr euch noch etwas vorbereiten. Diese Truhe haben wir aus Murolosch mitgebracht. Sie enthält Brandsalbe und andere Dinge, die uns im Kampf gegen den Drachen nützlich sein werden. Bedient euch. Vielen Dank. Bevor wir aufgeben wollen wir dann eher weniger, würde ich doch noch gerne etwas wissen. Nur zu. Ihr seid der Sohn des Bergkönigs? Ja. Bergkönig Ambrosch ist mein Vater. Er thront schon seit Jahrhunderten in den Hallen von Murolosch. Aber die Könige der Zwerge unterscheiden sich von den Herrschern der Menschen. Die königliche Familie dient ihrem Volk und nicht umgekehrt. Deshalb bin ich auch auf dieser Jagd. Ich kann von niemandem, gerade von diesen unbedarften Großlingen, verlangen, gegen die Bestie zu kämpfen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon haben. Wir lesen es nochmal vor. Wir haben ja Zeit. Erzählt mir von Murolosch, der Zwergenstadt. Es ist die Perle des Berges. Von außen wenig mehr als ein Tor im Fels ziehen sich die Gänge und Höhlen viele Meilen bis in das Herz Aventuriens. Lampenlicht und Schmiedefeuer spiegeln sich auf Stein und brechen sich in den Kristallen. Von den Wänden hallt das geschäftige Treiben der Angroschimbidiger. Wenn wir diesen Kampf überleben, müsst ihr in die Hallen von Murolosch kommen und mich und meinen Vater besuchen. Das machen wir doch gerne. Wie wollt ihr den Drachen besiegen? Unsere Taktiken sind seit Jahrtausenden erprobt. Wenn die Bestie durch uns geschwächt ist, gebe ich das Signal für meine Gefolgsleute. Diese werden dem Drachen dann mit dem langen Drachentöterspieß den Rest geben. Dann soll auch sein Abbild unsere Trophäenwaffen schmücken. Okay. Wie habt ihr denn von dem Drachen erfahren? Der Stadtrat von Talon wollte ja kaum wahrhaben, dass es so eine gefährliche Kreatur umgeht. Der hohe Priester des Angrosch ist in Murolosch. Xolgorax hatte einen Traum, in dem er... Das kenne ich tatsächlich schon. Okay. Harpien? Wo ist denn eure Truhe? So, ja. Ein Drachentöter. Und du kommst auch mit tatsächlich. Aus dort dran kannst du nehmen. So. Kriegt jeder 3. Sprich, Freund. Ja, Level brauchen wir gerade nicht. Kriegst du nicht die ganzen Boni hier? Wahrscheinlich die Rüstung, oder? Okay. Wir haben noch Zeit. Dann einmal hier aufsammeln, bitte. Speichern. Buffen. Nochmal speichern. Dann die Viecher weghauen.
nix. Ja. Saranar Ayola. Yandra Aikara. Ich glaube, das mit dem Dings, dass ich noch irgendjemandem hier Acceleratus beibringe, ich glaube, das wird nicht mehr vorkommen. Das werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit wieder vergessen. Na gut, dann brennen wir mal ein paar Furien weg. Kaplem? Gerade noch mal bitte. Einer hat's zerlegt. Mittlerweile sind wir noch außerhalb des Kampfes, das heißt, wir können hier wunderbar Feuerbälle reinhauen. Kommt ihr, okay. Das bin ich. Komm schon. Aber ihr seid zum größten Teil schon mal angeschlagen. Meint ihr? Okay, das sind sicher einige. So, prügelt da mal wieder mit drauf. Aber ja, das geht gerade echt ganz gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie viel haben wir denn hier noch? Ja. Lass dich treiben. Könntest du mal ein bisschen zurückziehen und den Nahkämpfer hier mehr machen lassen? Ich versuche mein Bestes. So. Halte ich doch mal gerade noch eine Runde. Du bist jetzt hier angekommen. Sehr cool. Feuer frei. Jetzt können wir uns ja zurückhalten. Zwerge scheinen unverwundbar zu sein. Bei meiner Axt. Zumindest im Moment noch. So, sehr schön. Das war das. Das heißt, du darfst wieder eine Runde looten. So, sehr schön. Immerhin zwei. So, das ging gut. Noch eine Truppe? Buffs sollten noch reichen eigentlich.
Bams, einmal. So. Die könnte sich schon mal dann da mit raus. Kreis bitte an. Hier hat er sich noch eine, die nichts abgekriegt hat. Du kannst da hinten noch aushelfen. Na klar. Du hilfst hier bitte noch mit. Feuer, Feuer. Ah, da kommen noch welche. Ein Zwerg, ein Bock. In Ordnung. Einmal reinstürzen. So. Ihr habt echt gut aufgeräumt. Na gut, ich glaube, das ist auch nicht mehr so das Problem, die Viecher. Mein Atem geht ruhig. Sturm über Wassern. So, eine Runde hier durchfeuern. Jetzt wird's ernst. Aufgepasst. Oh, ist da gerade keine Spezialangriffe mehr. Das ist ja richtig Schaden auf einmal. Ach nee, oder kann sein, dass ich doch der Zwerg haut hier zu. Der Herr Zwerg erledigt das, glaube ich, gerade. Sanja. So, dann wird auch diese Brut erledigt. Mal. Wer hat noch nicht, der will noch mal. Tja, da war der jetzt nicht spendabel. Schade. Wie groß ist denn die Karte? Ein ganzes Stück, wie es aussieht. Habe ich solche Heerscharen dieser Ungeheuer gesehen und dazu noch so aggressiv. Die Furien sind auch sonst keine friedfertigen Geschöpfe. Aber der Blutdurst dieses Schwarmes sucht seinesgleichen. Kommt ihr hergeflogen? Nee, ihr bleibt da. Hoffe ich. Gut, dann nochmal neu buffen. Und dann, können wir in der nächsten Folge mal hingehen und die nächsten Viecher hier erledigen. Folgt mir. Schauen wir doch mal, was das wird. Candidus. Sanja. Mandaya Ioai Banda. So, alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Bleibt beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ob sein Zorn alles um sich herum in seinen Bann zieht.